ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu einem neuen Beauty-Tutorial für Flaconi. Ich bin Yvonne und zeige euch, wie ihr den perfekten Nude-Look schminkt. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Nude-Look bedeutet natürliches Make-up, wurde auch ab und zu No-Make-up-Look genannt. Und das Geheimnis liegt daran, geschminkt zu sein, aber ungeschminkt auszusehen. Einfach nur die natürliche Schönheit zu unterstreichen und auf dramatische Effekte sowie intensive Farbtöne wurde verzichtet. Step 1, mit dem wir anfangen, ist der Primer. Hierfür benutze ich den LOV Primer. Den finde ich ganz gut, weil der halt mattiert, die Poren etwas kleiner macht und somit auch, wenn man kleine Rinkel hat, die auch sozusagen etwas ausbessert und das Produkt setzt sich nicht in die Falten oder in die Poren rein. Man hat halt einfach einen ebenmäßigen Ton. Da nehme ich jetzt so ein ganz kleines bisschen, trage mir das einfach auf die Haut auf. Also so groß ungefähr, mehr würde ich jetzt gar nicht nehmen. Und gehe einfach damit einmal über die Haut drüber. Schön auch die Nasenflügel nicht vergessen, weil sich da gerne der Concealer oder die Foundation festsetzt. So, Step 1 von dem No-Make-up-Make-up-Look. Der zweite Schritt, den wir jetzt machen, das ist eine BB-Creme auftragen. Dafür nehme ich die Biotherm Aqua Source. Die finde ich sehr, sehr gut, weil sie halt leicht ist und man fühlt sich nicht, als hätte man viel auf der Haut, sondern wirklich nur so eine leichte Tagescreme mit ein bisschen Farbe drin. Und die trägt ihr einfach auf. Die könnt ihr auch gerne zweimal auftragen, wenn es euch nicht reicht von der Deckkraft her. Aber sie bleibt immer leicht und man sieht ganz natürlich aus, als ob es halt wirklich die eigene Haut wäre. Was auch schön ist, wenn man hier vielleicht ein bisschen heller geht, als der normale Hautton ist, aber wirklich nur minimal heller. Trage ich auch einfach mit den Händen auf. Und schon haben wir zwei Schritte hinter uns. Der No-Make-up-Make-up-Look, also der Nude-Look, ist natürlich auch so eine Sache, man muss trotzdem viele Produkte benutzen, halt wenig davon und ebenmäßig auftragen, aber um das Ziel zu erreichen und die Frische zu erreichen, brauchen wir doch so einige Produkte, brauchen wir doch. Jetzt nehme ich einmal einen Concealer, dafür nehme ich den Yves Saint Laurent Touche Éclat, trage den auf meine Augenringe auf. Bisschen an den Nasenflügeln finde ich immer gut. Das kennt ihr ja schon von dem Contouring, ne? Dass man einfach so dieses V-Shape macht. Das mache ich auch hier. Hier so ein bisschen. Andere Seite. Also auch wenn ich ein Nude-Make-up mache, konturiere ich immer ein bisschen mit. Ganz leicht. Könnt ihr auch nur so ein bisschen die kleinen Highlighter halt nochmal hervorrufen, wo wir die Lichtreflexe haben wollen. So, jetzt nehme ich einen Beautyblender und tupfe mir das Produkt sozusagen rein. Da gebt euch ruhig ein bisschen Zeit mit, dass das ganz ebenmäßig wird. Und immer tupfen, 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 weil wenn ihr das Produkt zieht, wenn ihr so macht, dann zieht ihr euch einfach nur den Concealer wieder weg. Also schön tupfen. Ich habe den Beautyblender auch vorher etwas nass gemacht, deshalb ist er auch so groß. Und wenn ihr den nämlich trocken benutzt, saugt er halt einfach nur euer Produkt auf und dann braucht ihr viel mehr. Und so könnt ihr richtig gut mit dem arbeiten. Und schon habe ich eine frische Haut. Viel frischer, als wir angefangen haben, mit 3 Schritten. Ich finde das jetzt auch schon ganz schön, so würde ich mich auch vor die Tür trauen. Wer jetzt noch möchte, kann auch einen Puder benutzen, wenn man so zu öliger Haut neigt oder weiß man halt, man mag halt gern Puder, aber nimmt nicht zu viel, weil ein gewisser Glanz macht es halt auch, also ein gewisser Glanz gibt euch Frische, das darf man nie vergessen. Ich nehme jetzt hier das Lavera. Puder, das ist einfach so ein loses Puder, mit so einem Schwämmchen kommt das. Das Schwämmchen habe ich jetzt eingetunkt in das Puder, mache das so ein bisschen auf dem Handrücken und jetzt gehe ich so, tupfe das hier so ein bisschen nochmal lang. Ich gehe auch wirklich nur wieder dieses V lang, also da, wo wir den Concealer aufgetragen haben. Nasenflügel so ein bisschen. Ja, das war es schon mit dem Puder.
Jetzt kann man natürlich noch einen Kabuki nehmen und das alles ein bisschen mehr einblenden, nochmal über die Haut drüber polieren, dass auch wirklich das Produkt komplett in der Haut verschwindet, miteinander schmilzt und es alles ganz natürlich aussieht. Dafür gehe ich jetzt einfach rüber in kreisenden Bewegungen und poliere die Haut nochmal. Der nächste Schritt nehme ich einen Blush für die Wangen, um das noch ein bisschen frischer zu machen. Dafür nehme ich den L'Oréal Le Blush, trage den in kreisenden Bewegungen auf. Dafür nehme ich mir so einen Rougepinsel, gehe ein bisschen an das Produkt rein, klopfe das wieder ab vorher, lächel so ein bisschen. Beim Lächeln ist immer schwierig, nicht hier unten anfangen, beim Lächeln wirklich so den höchsten Punkt suchen. Weil sonst, wenn man aufhört zu lächeln, sitzt auf einmal der Rouge hier unten. Und ich gehe jetzt einfach so . Wer möchte, kann natürlich auch ein bisschen Bronzer nehmen, um das halt noch ein bisschen bräuner zu wirken. Da ist aber auch wieder zu sagen, weniger ist mehr, weil wir wollen ja nicht geschminkt aussehen. Und da kann man auch einfach sagen, okay, mit dem Bronzer gehe ich mal hier so ein bisschen da, da und hier so ein bisschen, aber ganz leicht wieder nur, wie so ein Hauch Sommerfrische könnte man machen. Ich gehe jetzt noch mit dem Beauty Blender ein bisschen drüber, dass das wirklich wieder in der Haut verschwindet und nicht drauf liegt. Der nächste Schritt sind die Augen. Dafür habe ich die Maybelline The Blush Nude Palette rausgesucht. Da gibt es so einen wunderschönen braun nudigen Ton, den ich mir jetzt auf das komplette Lid einmal auftrage. Nur, dass das so ein bisschen auch wieder so ein bisschen frischer ist und einfach ja, ein bisschen definierter die Augen sind. Dafür nehme ich mir wieder einen Fluffy Pinsel, tippe den rein, wieder kurz ab und trage das ganz einfach aufs komplette Lid auf. Da müsst ihr einfach nur beachten, dass das wirklich auf dem ganzen Lid richtig drauf ist. Ansonsten braucht ihr euch da jetzt nicht so viel Mühe geben, sondern einfach nur auftragen, gucken, dass es gleichmäßig ist und das reicht schon. Danach mache ich jetzt die Wimpern einmal kurz biegen. So, eine Runde biegen, 10 Sekunden halten, einmal kurz durchbürsten. Und dann die Mascara drauf. Dafür nehme ich die Guerlain Mascara, gibt mega viel Volumen, ist aber trotzdem natürlich für den Alltag. Und da gehe ich jetzt ganz dicht am Wimpernansatz erstmal dran. Dafür ist die Wimpernbürste wirklich gut, weil sie halt so schön handlich und klein ist. Und dann kommt man richtig gut an den Ansatz von den Wimpern ran. Und dann einfach kurz mal in die Länge ziehen. Nicht zu viel, weil wir wollen ja den Nude-Make-up, No-Make-up-Look haben. Unten mache ich es nicht, weil wenn ihr unten die jetzt machen würdet, wäre das wieder zu viel geschminkt. Und es könnte auch möglich sein, dass einfach, wenn ihr Augenschatten habt, die damit nochmal hervorgerufen werden. Also es ist halt ganz schön, wenn man sie ganz pur lässt, nur oben so ein bisschen und oben so ein bisschen die Augen geschminkt hat. Was jetzt noch ganz schön ist, wenn man die Augenbrauen nachzeichnen möchte oder einfach einmal schön nach oben bürsten und dann sind die schon fertig. Ein bisschen Lippenstift noch. Und dann ist unser No-Make-up-Look fast fertig. Als letzten Schritt für den No-Make-up-Look nehmen wir jetzt noch einen Lippenstift. Ich habe den jetzt bei Terry genommen. Das ist so ein rosa Ton, leicht nudiger Rosé-Ton. Der pflegt gleichzeitig und hat aber nicht zu viel Farbe. Also es ist halt wichtig bei dem Look, dass man jetzt nicht so eine grellen Farben benutzt, sondern wirklich nur so einen leichten Farbton. Das tupfe ich jetzt auch wieder ein, damit das Produkt nicht oben drauf liegt, sondern wirklich nur so wie so ein Hauch ist. So, das ist der fertige Nude-Look. Steht ihr auf natürliche Make-ups oder eher auf farbenfrohe Make-ups? Schreibt mir eure Kommentare, ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Channel, alle Informationen sind in der Infobox. Ich freue mich auf nächste Woche, bis bald, eure Yvonne, tschüss.